Plattenfreunde, hallo Plattenfreunde aus der YouTube-Szenerie. Ich hoffe, euch geht's gut natürlich. Mal wieder eine kleine Vorstellung. Es ist relativ spät heute Abend geworden, aber ich habe auch schon wieder mal gesehen gehabt, irgendwie so eine Woche ist schon wieder rum. Die zieht ja hier zack nichts weg hier vorbei. Also das ist ja unglaublich, wie schnell so eine Woche vergeht. Na, hier wird ja gerade viel gestreikt in Hamburg oder so. Gerade Artikel 13, ich glaube mittlerweile ist das 17. Der Gesetzesänderung da in den Urheberrechtsgeschichten. Mich betrifft das, glaube ich, selber nicht, weil ich kaum Musik oder sonstige urheberrechtliche Sachen habe, außer natürlich die selbst gefilmten Dinger auf Konzerten und irgendwie sowas. Aber da habe ich das, glaube ich, eh gleich abgegeben. Da haben die Leute schon da ihre Rechte hier, das meinst du so, eingefordert. So gesehen habe ich da eigentlich keine Probleme in der ganzen Geschichte, bis auf, dass es natürlich eine Riesenkacke ist. Natürlich, ich meine, überall ist also scheißegal. Ne? Hier unsere Greta, die auch überall am Start ist, was ich bewundernswert finde. Und auch da ist jeder scheißegal. Ne? Die Politiker sowieso, naja, was will das denn? Was soll denn das? So können 1 Million Kinder streiken und sagen, hier, wir haben da keinen Bock drauf, macht mal endlich was. Und nichts da, passiert überhaupt nichts. Ne? Wird alles irgendwie so hier unterm Teppich gekehrt, machen wir irgendwie anderen Scheiß. Ne? Also ist traurig, aber wahr. Wird mal wieder Zeit, dass ich da mal wieder ein paar Political-Platten raussuche oder sowas. Ne? Habe ich aber heute nicht. Ich habe natürlich nichts rausgesucht. Habe auch nichts gemacht, was das angeht oder so. Habe, glaube ich, noch nicht mal neue Platten gekauft. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe ein bisschen draußen was gemacht. Ja, das alles. Das ist wirklich alles ist traurig. Ne? Und viel Musik gehört. Natürlich viel Musik gehört und viel Musik gemacht. Ich habe mal wieder meine ganzen alten Sachen rausgekramt und bin da mal am Gucken und werde die jetzt auch mal so nach und nach irgendwie auf YouTube stellen. Nicht, weil ich da Bock drauf habe, dass ihr das alle seht, sondern letzten Endes einfach nur so für mich zum Abschluss. Weißt, ich habe das alles rumkram, rumfliegen überall. Die Festplatten sind voll mit irgendeinem Scheiß. Das muss einfach mal irgendwie bearbeitet werden. Das muss einfach mal abgeschlossen werden. Das ist einfach nur so Rohmaterial, Rohkostsalat. Das muss einfach mal auf den Teller gebracht werden, fertig garniert werden. Und dann ist das einmal zum Service, servieren, fertig aus. Und dann ist es auch mir scheißegal, was damit weiterhin passiert. Sag mal so. Ne? Ich bin etwas egal drauf, merkt ihr schon. Ne? Das ist ja Quatsch. Ne? Will ich überhaupt gar nicht sein. Mir geht's gut. Ich finde mich gut. Ich mag das alles sehr gerne. Und dementsprechend ziehen wir mal wieder ein paar Scheiben raus und schauen wir mal, was die Plattenkiste heute wieder so bringt. Ne? Ich würde dabei mal einfach so, ach, was wir auch mal machen können, habe ich auch noch nie gemacht. Oh Gott, das ist natürlich, natürlich auch echt schwierig. Aber das ist natürlich auch mal eine witzige Geschichte, weil ich das hier gerade irgendwie in der Hand habe. Und ansonsten haue ich einfach noch mal einen Stapel Platten hier raus. Da haben wir ja auch noch irgendwie eine ganze Menge hier dabei. Oh Gottes Willen. Habe sogar gleich ein paar Bildplatten hier irgendwie erwischt. Das ist natürlich auch schön. Ja, aber was ich sagen wollte ist, wir können ja mal Singles machen. Ne? Ich habe ja auch irgendwie immer noch ein paar Singles rumfliegen. Allerdings sind das auch, wie man das bei mir auch kennt, relativ schräge Singles. Und zwar ist das einmal das Walt Disney Tonbuch. Ja, das ist Peter und der Wolf natürlich von Prokofjew. Prokofjew, ne? Struppelpeter. Hier habe ich sogar noch Bilderbuch für Kinder. Okay, das sind alles Hörspiele jetzt. Wie haben wir das denn? Vom Säuli, ne, natürlich, ne. Pitchi-Platsch, ne, Pitti-Platsch, ne, das sind die Speibel und Huch, oder wie die auch mal heißen. Da habe ich auch jede Menge Zeugs von Norwegisch, kann man hier auch noch lernen, irgendwie merke ich gerade. Jede Menge Märchenzeugs, Wolf und sieben Geißlein, also das, ich weiß auch nicht, was ich damit alles soll, ne. Hier Captain Conny in der Klemme, das ist irgendwie noch ziemlich cool, finde ich. Zwischendurch mal eine Bowie hier aus einer Zeitung. Marlene Dietrich habe ich hier auch noch ein bisschen. Joe Fingers Car and his Ragtime Band, Fireman's Ball, mit einem schönen Cover natürlich, würde ich definitiv sagen. Aber Tears in Heaven, ne? Las Vos Solitas de los Fronterzos oder irgendwie sowas ähnliches. Können wir hier auch noch haben, irgendwie, ne? Laila, Simple Minds, glaube ich, hier, wenn ich mich nicht täusche. Mysterious Ways. Ist das Simple Minds? Peter Gabriel? Ich habe keine Ahnung. U2 ist das wieder bescheuert. Mysteries Ways. U2, das ist natürlich ziemlich cool. Wusste ich gar nicht, dass ich habe, ne? Elvis, are you lonesome tonight? Le Enfant du Purée von, wer das auch immer ist. Auch eine schöne Platte hier von Katja Valerie. Ne? Nightwish, ach gut, das sind diese extra Dinger hier. Kraftwerk, Priest, Super Priest hier. Das ist auch schön hier, ne? Das war der Seeteufel. Also, das ist natürlich auch irgendwie alles nett, ne? Aber
Gisela, die hatte ich schon mal. Gisela, yeah. Gisela. Dann kommt irgendwann ein paar Heavy-Sachen, glaube ich, habe ich hier auch noch hier. Nick und seine Freunde hier lernen auf der Straße, ist auch schön, ne? Lok 1414 geht auf Urlaub. Natürlich, Pippi Langstrumpf, die darf natürlich nicht fehlen. Auch besonders schön hier, auch wieder das Tonbuch. Die drei kleinen Schweinchen. Das ist natürlich auch super. Da ist sogar noch irgendwie eine andere drin oder sowas. Ach nee, das ist echt tatsächlich. Nee, Aschenputtel ist auch noch bei. Diese. Ja, was soll man dazu sagen? Kasperle natürlich irgendwie noch, ne? Das Däumling. Ja, ich wünsche mir eine kleine Miezekatze hier von Wumm. Avante Norte. Also, ja, ne? Also, da gibt es ja jede Menge Zeugs und davon habe ich auch noch irgendwie zig Stapel rumfliegen, die jetzt auch teilweise nach unten fallen. Das kann man ja auch noch mal irgendwann in Ruhe machen oder so, ne? Oh, Captain Conny in der Klemme, das ist natürlich schon super. Das ist ein schönes Cover, finde ich. Ich meine, solche Dinge, ich habe sowas ja gerne, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich die Dinger überhaupt nicht abspiele, weil ich höre gar keine Singles. Das ist das andere Problem, ne? Und ich habe auch solche Stapel, habe ich auch irgendwie so drei, vier, fünf versteckt da oben drin, ne? Blöd. Immer wieder blöd. Schöne Bildplatte hier. Und zwar ein Soundtrack von E.T. Ich kann es natürlich in dieser Schrammelfolie überhaupt nicht sehen, aber die Platte ist schon hübsch, ne? Sounds like E.T. nennt sich das ganze Ding. Ist das jetzt die. Nein, Quatsch, es ist gar nicht E.T. Soundtrack. Das ist irgendwie außerirdischen Zeugs. Das ist irgendwie sehr interessant. Und zwar sehe ich gerade dieses Magic Fly drauf, Star Wars, Clockwork Orange, natürlich das Theme vom E.T. Close Encounters of the Third Kind, Theme from 2001 hier noch, The Eye of the War, The Friend of Mr. Cairo, Over the Moon. Also das scheint eine schöne Platte zu sein. Hat gar nicht mit E.T. so viel zu tun. Also auf jeden Fall mal eine schöne Bildplatte. Also finde ich ja toll. Ich mag ja Bildplatten zum Angucken. Ne? Hören jetzt ein bisschen weh. Ja, natürlich, mein Gott, die habe ich schon 10.000 Mal gezeigt. Fantastisches Cover. Fantastische Platte zugeklebt, mache ich jetzt mal nicht raus. Steve Vai, Passion and Warfare. Na, ich meine, Hammerteil. Habe ich, glaube ich, dreimal irgendwo rumfliegen oder so. Das ist ja einer meiner Lieblings-Heavy-Platten überhaupt. Ne? Bob Marley and the Wailers habe ich hier. Auch eine schöne Platte. Finde ich auch hübsch. Ja, auch so ein bisschen Best of oder sowas. Schöne, schöne Platte. Ja, super. Finde ich noch nicht mal mehr den Eingang hier, was ist denn los hier so? Zack, ich und die Gummis. Oh, was ein bescheuerter Witz. Wow, yeah. Look at these. Marilyn, Naked True, ne? Schön, Marilyn Monroe, ne? Schöne, 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 schöne Sachen drauf, natürlich. Little Girl from Little Rock, Diamonds are the Girl's Best Friends, natürlich, damit drauf. Und natürlich, fantastische Bildplatte, finde ich, ne? Super. Finde ich super. Super. Einfach nur super. Michael Jackson, ja, natürlich. Michael Jackson, The Story of Michael Jackson, Tod bei Jerry Cohen. Da sah er noch richtig, richtig hübsch aus, der gute Mann. Was das jetzt ist hier, weiß ich auch nicht. Ne? Ist das jetzt Musik oder ist das nur eine Geschichte? Ne? Muss ich auch ein bisschen raten. A Story of Michael Jackson Told by Jerry Cohen. Jerry Cohen erzählt hier die Story von Michael Jackson. Okay, warum nicht? Ist auch nicht schlecht. Ich komme eben ein bisschen bescheuert heute rüber, habe ich den Eindruck. Ne? Will ich gar nicht machen. Ganz ehrlich nicht. Und wenn ich mal eine normale Platte weg mal hier von diesen Sachen jetzt irgendwie so. Und zwar ist das Gallagher and Lyle. Die Scheibe heißt Break Away. Und das ist ganz frühes Zeugs wieder mal, irgendwie aus den 70er Jahren, wenn ich mich täusche. Und Gallagher und Lyle, das war einfach so ein bisschen Folk-Country-Zeugs. Also haben jetzt keine bleibenden Erinnerungen bei mir gelassen, irgendwie sowas, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Benny Gallagher, Brian Rogers, Jimmy Jewell und Geoff Emerick Engineering, ja, ich habe keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Graham Lyle hat die Gitarre und Benny Gallagher spielt Keyboards, Gitarre und Akkordeon. Ich weiß, das ist so ein bisschen Country-Folk-Zeugs und ja, hat man. Hat man einfach irgendwie. Ne? Ich habe wieder keinen Plattenständer hier. Stell aber mal hier hin, auch weil ich glaube, dass man das kaum sehen wird. Ne?
Was habe ich denn hier? Ultra Fox, yeah, Mitch Ure und Co. Quartett heißt sie, Platte. Schönes Ding. Ne? Also das war ja auch eine ganz frühe, ich weiß nicht, ob es sogar die Debüt war nach dem, nee, White Will, nee, kann ja nicht sein. Ne? Debüt ist das 82 nicht. Aber schöne Sachen natürlich irgendwie mit drauf. Ne? Also richtig schön, ja. Reap the Wild Wind natürlich, kennen wir glaube ich auch alle. Hymn natürlich irgendwie mit drauf. Visions in Blue. We came to dance, cut and run. Ne? Also das war, ist eine coole Platte. Definitiv so schöne Einsteiger New Wave gewesen. Damals, ist das jetzt die Einsteigerscheibe? Ich bin mir da gar nicht ganz sicher, muss ich ehrlich sagen. Quartett, nee, ich glaube nicht. Nützt ja auch das ganze Gerate irgendwie jetzt hier nichts, ne? Ist ja egal. Wir haben Ultra Fox gerne gehört. Und tun es heute noch. Natürlich. Ist eine geile Scheibe. Dan Reed Network. Ja, Dan Reed ist ja auch eine coole Nummer. Das ist ja auch so eine Mischung aus Metal, Funk, würde ich das Ganze ja nicht sagen. Aber Dan Reed natürlich, wunderschöne Gitarre. Nile Rodgers hier das ganze Ding produziert. Schön. Also eine gute, na, Mother's Finest. Kann man das auch nicht jetzt wirklich. Also es ist schon so ein bisschen Funk, Rock. Metal ist auch das falsche Wort. Aber es ist eine gute Mischung gewesen. In dieser Richtung. Und das ganze Ding heißt Slam. Und die slammt auch gut los. Ne? Definitiv die Scheibe. Also ich habe noch eine Dan Reed Network irgendwo. Ich weiß gar nicht, wie die noch wieder heißt. Die war richtig klasse. Und ich weiß ganz jetzt, diese hier ist mit Sicherheit auch richtig gut. Keine Ahnung von wann die ist. Ist wieder so klein geschrieben, dass ich es nicht lesen kann. Irgendwann in den 80ern. Super. Die kann man sich mal ruhig anhören. Die knallt relativ gut los. Und eine ganz frühe von Elton John, nämlich vom 17.11.70. Das ist eine Live-Platte. Elton John Live. Ja, glaub schon. Bin jetzt gar nicht ganz sicher. Warte mal, muss man gar nicht. Honky Tonk. Ja, ist live, definitiv. Auf zweiter Seite sind zwei schöne Sachen drauf. Live aufgenommen im November 70 in New York. Nee, Moment mal. Ja, der hat es im Studio live eingespielt. Oder ob ich mich bescheuert oder was, ich weiß es auch schon nicht mehr ganz genau. Ich glaube, die haben es im Studio live eingespielt, ohne viel Schnickschnack. Und haben das gleich aufgezeichnet und so auf Scheibe gebracht. Ne? Schöne Platte, auch recht früh. 70 natürlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, irgendwie so. Ist damals von Hansa Records rausgekommen hier. Stereo natürlich. Elton John, 17.11.70. Bin jetzt auch nicht so der Elton John-Fan. Ich meine, der frühere Elton John, den fand ich wesentlich besser als den, der nachgekommen ist. Heute Sir Elton John natürlich. Ist auch, also hat eine große Musikerqualität natürlich, der Mann. Da ist er schon wieder. Aber ist auch jetzt nicht so meine Richtung gewesen. Ich habe eine ganze Menge Elton John Zeugs mir mal irgendwann gekauft und naja, ist dann irgendwie da geblieben. Also ich weiß auch nicht so ganz genau. Also cool finde ich natürlich, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das Cover jetzt hier. Also ich weiß jetzt nicht, ob das die ganze Band ist, ob das hier in der Mitte tatsächlich Elton John ist. Ich bin ja gar nicht total überragt. Also das ist natürlich Elton John, auch wenn man ihn kaum erkennt. Auch eine frühe Platte, Rock of the Westies. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Nee, das ist nicht Elton John. Elton John ist nochmal da. Das ist Benny Tempian. 3, 6, 7, 4, 4 und 8. Ja, natürlich, da hinten ist er nicht drauf. Er ist leicht irritiert gewesen, natürlich. Guter Songschreiber, natürlich, irgendwie so. Jahrelang im Musikgeschäft. Hochachtung natürlich von dem Mann. Aber hören tue ich es auch nicht. Peinlich heute mal wieder, ne? Okay. Das ist richtig heftiger Elektrokram hier. Und zwar ist das Juno Reactor. Ich muss das auch noch aus der Folie rausnehmen, weil das ist auch ein geiles Cover. Und Juno Reactor, die sind auch total abgedreht. Also das ist, ich habe eine CD davon mal gehabt, nochmal von Juno Reactor. Ich glaube, es ist eine englische Band, bin ich nicht ganz sicher. Und die haben so schräge Elektromucke, so mit indischen Einflüssen natürlich. Es ist auch so Goa, kann ich auch nicht dazu bezeichnen. Das ist so Art, Elektroart. Ne? Also echt schon sehr experimentelle Elektromucke. Ne? Und die haben, das ist immer eher so
theatralisches Zeugs gewesen, irgendwie so. Da wurden dann auch so Gesangspassagen eingesungen oder gesprochen und auch so Engelsgesänge und irgendwie so. Völlig abgedrehter Sound und auch ein Boxenkiller natürlich. Das Ding hier ist eine Maxi-Single. God is God heißt das Ding. Es ist auch immer so ein bisschen in dieser Richtung. Sehr überirdisches Zeugs. Super. Also Juno Reactor, wusste ich gar nicht, dass die noch hat. Super. Ganz, ganz geile Band. Die auch, glaube ich, damals auch durchaus mit einer Band das Ganze eingespielt haben. Also das ist nicht ein reines Studio-Elektro-Projekt, sondern schon ein Band-Projekt gewesen mit echten Drums und irgendwie sowas. Ne? Super. Also ganz, ganz toll. Juno, merkt euch das mal, wenn ihr sowas gerne hört. Oder kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Juno Reactor heißt die Band. Und da kann man durchaus, ist nicht alles immer leichte Kost. Wenn man so eine Scheibe durchgehört hat, dann ist man auch schon durch. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber macht Spaß. Macht definitiv Spaß. Genauso wie der dritte Raum. Also hallo, ne? Der dritte Raum. Wahnsinnig geile Scheiben gemacht. Deutsche Elektro-Disco-Band. Die auch, ja gut, die haben auch, glaube ich, alle großen hier Goa-Partys mitgemacht oder irgendwie so, weil die einfach so abgedreht waren, die Jungs. Die haben auch, ich weiß gar nicht, wie da war, auch nochmal ein CD gehabt. Auch richtig, richtig klasse. Ne? Das ist ja hier auch nochmal ein bisschen mit Englisch betitelt. The Third Room Electro Disco heißt die Scheibe hier sogar. Und das sind auch, ist auch eine Mixplatte, also auch vier Stück, nee, drei Stücke drauf, die alle immer so 7, 8 Minuten lang gehen. Der dritte Raum. Also völlig abgedrehte Elektromucke. Sehr zu empfehlen. Wirklich richtig klasse. Also die habe ich auch immer sehr gerne gehört, wenn es mal so um gerade um Tanzmusik geht, um das Tanzbein zu schwingen. Ne? Ah ja, hier, ich bin ja so richtig so ein bisschen hier in meiner Goa-Ecke gelandet. Goa Electro. Jetzt habe ich nämlich Moon Spirities, Luna Civilization. Mein Gott, das ist auch vom Cover her natürlich auch abgefahrene Artwork hier mit Airbrush gesprayt, das ganze Ding. Und das ist auch eine Compilation, glaube ich, hier von 2, 3 verschiedenen DJ-Geschichten. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Total Eclipse und Bamboo Forest, White Way Noise oder irgendwie so, keine Ahnung. Ich kann das kaum lesen. Das ist alles so psychedelisch. Draußen ballert es irgendwie wie verrückt. Holländisch, Frankreich Band. Auch cool. Also natürlich, definitiv Goa Elektromucke, das Ding. Das kann man auch ganz einfach erkennen. Aber so ab 150 Beats aufwärts, ne? Da hat man eine Herzrhythmusstörung, wenn das so, wenn man die Platte durch hat, ne? Aber wenn man da irgendwie nicht ins Hüpfen kommt, dann weiß ich auch nicht, ne? Dann sollte man echt mal zum Arzt gehen. Definitiv. Trinidad Oil Company. Ja, das ist ja auch wirklich mal ganz was Witziges jetzt hier. Das, was das denn nun wieder schon ist, ne? Also ist das jetzt holländisch oder irgendwie sowas? Ich glaube, das ist eine holländische Band, die so ein bisschen Rumba-Zeugs machen und irgendwie so ein bisschen Rumba-Reggae oder wie man es auch immer nennen soll. Oder so ganz, ganz schräges Zeugs. Ne? Also weiß ich gar nicht jetzt, aber ich, ja. Ob man die jetzt großartig als Dance-Scheibe empfehlen kann. Die sieht cool aus, definitiv sehr vielversprechend. Und ich glaube, die hatte auch ein bisschen was. Trinidad Oil Company. Aber so richtig einordnen kann ich es jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, es ist eine holländische Combo-Platte, wurde auch hier in Holland aufgenommen. Und hat irgendwie so, ja, Rumba. Wie heißt das alles? Nicht Tango auch nicht, aber Rumba-Zeugs irgendwie. Das war eine Rhythmen-Dance-Kapelle irgendwie so, ne? Ein bisschen Trommelkram, irgendwie so, ein bisschen Steel-Drums, ein bisschen mehr Gesänge und auch noch ein bisschen Reggae-Parts da mit drin. Also schon eine interessante Platte, definitiv. Aber jetzt auch nicht so ein Hammer-Teil, wo man sagt, oh, Gottscheibe oder so. Nee. Novalis ist natürlich auch besonders schön. Da bin Herr Gute Guido ja mit groß geworden mit Novalis. Ne? Sommerabend, ne? Und vielleicht bist du ein Clown. Das waren so Platten, die hatte ich alle gehabt, natürlich.
Auch schon live gesehen damals in Oldenburg auf dem Stadtfest, live gespielt, Novalis damals. Deutsche Band hier von Brain Records noch. Die hatten ja immer so natürlich Novalis, der große Dichter. Die hatten natürlich auch so diese Texte danach immer so, ne? Also immer so vom Gesang her auch so, nee, 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 auch so ein bisschen seichte Rockmusik, ne? Also ich fand sie damals ziemlich cool, aber so die ganze Zeit kann man die auch nicht hören. Ne, das ist schon sehr, sehr schwer. Ne? Ich weiß nicht, ob die aus Österreich kommen oder wo die Band jetzt gerade herkommt. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist das eine Doppel-LP hier aus dem Haus Brain Records natürlich. Und ja, die haben auf jeden Fall in den 70ern gut mitgemischt, die Jungs. Novalis, Zweier-LP, Set. Ja, hatte keinen anderen Namen, nö. Also Rock on Brain heißt das ganze Ding nochmal. Ich glaube, das war mal so eine Reihe, ne? Da gab es noch mal andere Bands, die Rock on Brain gemacht haben. Ne? Alle sind was bei Brain Records am Start waren. Gary Moore After the War. Ja, geile Scheibe natürlich. Unser lieber Gary, Gott hab ihn selig im Gitarrenhimmel. Haben wir auch schon oft genug über geredet, über Gary. Ne? Also auch Thin Lizzy damals hier Irland, Rockgitarre, knallhart, dann zum Bluesgitarristen geboren, auferstanden. Alles gemacht, der Mann, und dann so leider ganz allein im Hotelzimmer verstorben. Traurig, kann ich dazu nur sagen, wirklich traurig. Fantastischer Musiker, fantastischer Gitarrist und ich fand auch ein relativ guter Sänger. Sehr charismatisch, definitiv. Und eine geile Scheibe, After the War, auch noch ein bisschen rockiger, das ganze Ding noch vor seiner Blueszeit. Danach, also nach Stigga the Blues und Co., kam er dann ganz, ganz viel Blues oder fast ausschließlich nur noch Blues. Ne? El Cabon, Trotzki Icepack, ja, El Cabon. Da muss ich passen. El Cabon sagt mir jetzt überhaupt nichts. Was ist denn das schon wieder gewesen? El Cabon, John Roswell, Mitus Matare, ich habe keine Ahnung, El Cabon. Sieht irgendwie sehr, sehr rockig aus, das Ganze. Trotzki Icepick, ja. Da muss ich mal reinhören. Ich kann es überhaupt nicht sagen, was das nun war. Sieht vielversprechend aus, definitiv. Hat auch mal 16,80 Mark gekostet. Eva Records. Sleeve Design, Foto, bla bla bla. Bin jetzt auch gar nicht ganz sicher, wo die herkommt. Trotzki, ich meine, es ist Virgin Music gewesen. Kalifornien, amerikanische Band irgendwie oder so. Keine Ahnung. Müsste man mal echt reinhören. Tut mir leid, dass ich da überhaupt nichts zu sagen kann. Ja, peinlich, peinlich. Und abschließend hier nochmal Italo Disco Goes, Mike Oldfield, Samoa Park, Tubular Affairs hieß das Ganze. Nicht Tubular Bells, sondern Tubular Affairs. Das gab es einmal als Instrumentalversion und einmal als Vocalversion. Und Samoa Park waren ja schon dafür bekannt, dass sie solche Dinger rausgekloppt haben. Und die hatten ja auch noch mal einen anderen großen Hit. Ich weiß nicht mehr, was das war. Nee, komme jetzt nicht mehr drauf. Auch eine große, große Scheibe. Nochmal eben für Italo Disco, würde ich dazu mal sagen. Und haben das Ding gebracht. Ja, das lief in den 80er Jahren tatsächlich in den Diskotheken hoch und runter. Das war damals sehr cool. Ich glaube, heute weiß ich es nicht mehr ganz genau. Ich würde jetzt, glaube ich, eher dann zu Tubular Bells von Mike Oldfield greifen, wenn ich dieses Thema haben will. Und nicht nach Samoa Park. Aber damals in den Discos war das geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Samoa Park, Tubular Affairs. Mehr kann ich auch dazu nicht sagen. Auf jeden Fall, wenn, dann habe ich immer die Instrumental, glaube ich, gehört. Die Vocal-Version war, glaube ich, nicht so dolle. Ja. 6 oder 7 Minuten lang Knaller Sound. Ne? Ja, super. Ja. Ach Mensch, ich würde sagen, das war's. Ist ja irgendwie jetzt ne? So eine 100, das war eine typische 182, würde ich mal sagen. Oder was? 181, bin mir gar nicht ganz sicher. Der 182. Wir nähern uns der 200 und das finde ich ganz super. Und was mir noch gerade so einfällt, ich glaube, ich habe das ganze zweite Jahr verpasst. Ja, was heißt verpasst? Aber ich glaube, wir hatten schon wieder ein Jubiläum. Und zwar das 2 Jahre Plattenkiste. Ich weiß gar nicht, wann das war. Das müsste ich echt mal nachgucken. Aber ich glaube, ich habe es verpasst. So läuft das nämlich. Ne? Man verschläft alles. So, und jetzt rede ich nur noch dummes Zeug und es wird langweilig und wir lassen das jetzt wieder sein.
Wir machen das frisch weiter in der nächsten Sendung und dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Tut mir leid für die manchen blöden Sprüche und heute ist Schluss damit. Macht's gut, Leute. Ich höre schöne Musik und ich freue mich auf nächstes Mal auf jeden Fall. Und bleibt euch allen treu. Ne? Und weiter geht's, natürlich.